Zurück zu Sam und dem lustigen Falk. Nee. Hallo Simon. Hey, und textlastig, dem Text-Adventure-Podcast. Mhm. Bevor wir zu der spannenden Frage kommen, was mit der Katze ist, obwohl das eigentlich relativ eindeutig ist, was mit der ist. Tot, ne? Aber ich meine, was mit dem Mädchen ist und mit dem Wasserglas oder was auch immer wiederholen wollt und mit Sam und so weiter, müssen wir mal zwei Sachen klären. Die eine ist, der Hannes hat uns einen Kommentar geschrieben und hat gefragt, wie ist denn das eigentlich bei dieser Art von Spielen, wenn man jetzt nicht antwortet, ja, also weil man sein Handy irgendwie nicht rausnimmt und keine Zeit hat. Und der Sam, der sagt aber, hier du, also 5 Minuten später, nachdem er das letzte Mal geantwortet hat, du, ich brauche ganz dringend Hilfe. Was ist denn dann? Also dann hat er sich halt gefragt, ob das Spiel dann irgendwie autonom weiterläuft, um zu simulieren, dass er ja gerade in einer brenzlichen Situation ist. Mhm. Ja. Ich glaube, das Spiel macht nichts, ne? Also, wir haben es jetzt an der Stelle nicht getestet, aber ich glaube auch nicht, dass Lifeline irgendwas gemacht hat. Weil, ja, das ist dann halt Pech. Das Ding ist halt, wenn er vorher nicht angekündigt hat, dass er 5 Minuten weg ist, und meistens kündigt er das ja auch nicht an, ne? Wir sagen das ja nur ab und zu, weil das bei uns in dieser Spezialversion dasteht, aber eigentlich weiß man das ja nicht. Für den Spieler wirkt es ja meistens so, als würde Sam zufälligerweise gerade schreiben, ne? Also es wirkt halt wie eine echte, ja, also holst SMS dein Handy raus. Oder ja. Chat genau. Kommunikation. Genau. Naja. Aber ich glaube, wir hatten ja in einer der letzten Folgen mal darüber gesprochen, dass es eigentlich, also natürlich jetzt schlecht mit dem normalen Leben wahrscheinlich vereinbar, aber doch ganz witzig wäre, wenn er zumindest ab und zu mal wieder schreiben würde und sagt, hey, na was denn du? Oder so, ne? Wenn das Spiel merkt, dass du lange nicht antwortest. Ja. Ob das jetzt aber gut für Verkäufe oder für die Spielerfahrung an sich ist, ist die Frage. Ne? Also mich würde das Spiel dann eher nerven. Speziell in einer Situation, in der ich definitiv gerade keine Zeit oder Lust habe. Wenn mich dann ein Spiel auch noch so nervt wie, weiß ich nicht, andere Menschen manchmal mit Nachrichten, dann würde das Spiel sofort runterfliegen. Von daher würde ich sogar fast behaupten, dass da mehr Realismus in diese Richtung sogar eher nicht förderlich wäre. Das stimmt, ja, das stimmt. Oder man müsste 2 Modi anbieten. Genau, den Nervi-Modus und den Nicht-Nervi-Modus. Ich habe mich des Weiteren mal informiert, wie das mit Verwesung eigentlich ist. Ich war da auf irgendwie Blogs von Bestatterwebblog.com und sowas. Und die haben da so ein bisschen diesen Prozess beschrieben, wie das so abläuft. Und mein grober Erkenntnisstand ist, dass so eine Katze, also was den Gestank betrifft, ne, dass das so ungefähr 4 bis 6 Wochen dauern soll, bis die aufhört zu müffeln, dann ist die aber noch nicht weg. Aber dann ist erstmal so dieser ganze Prozess abgeschlossen von Müffel. Dann ja. Sieht's noch aus wie Katze oder nicht? Nee, ich glaube, die kleinen Würmchen und sowas, was da halt, und Bakterien, die wären relativ sehr schnell aktiv. Okay. Ja. Naja, also, aber im Grunde genommen ist das diese Information eigentlich gar nicht so wichtig, denn wie wir ja wissen, hängt da ja auch noch der Vater rum. Mhm. Und wir wissen überhaupt nicht, wer jetzt eigentlich diesen Verwesungsgestank ausstößt. Und die Mutter ist ja auch noch da, ne? Und warte mal, hatten wir die erschossen? Nee, die haben wir nicht erschossen, ne? Die ist immer noch da am Kinderbett gefesselt. Genau, ne? Wir haben ihr nur die Knifte geklaut. Genau. Ja, genau, so war das. Und dann haben wir das Mädel gefunden im Schrank, das Kind, das Mädchen. Und wir haben gesagt, gut, du wasch dich mal, du mit deinem blutverschmierten Schnuti. Wir holen jetzt mal ein bisschen Wasser. So, also Sam holt Wasser, wir machen ja gar nichts. Echt, damit haben wir aufgehört? Ich meine schon, hier, in der Küche werde ich sicher ein passendes Gefäß finden, sagt Sam. Und dann, verdammter Mist, ich habe dir doch vorhin von dem Eiswagen erzählt. Der ist gerade vorgefahren. Ach, guck mal. Ach, wir haben mit diesen Klippen-Dingen aufgehört. Ja, Cliffhanger, Genau. Genau. Ach, guck mal, aber das, ich weiß gar nicht, ob wir das vorgelesen hatten. Verdammter Mist, ich habe dir da vorhin von dem Eiswagen erzählt. Der ist gerade vorgefahren.
Der Eiswagen. Ich sehe es ja, hast du jetzt zweimal vorgelesen. Ja, das ist ja fantastisch. Da können wir uns ja ein Eis holen. Ach, warum nicht? Ja, komm. Dann können wir gegen die Schrotflinte, die wir nicht haben, eintauschen. Ja, okay, so, jetzt geht's mal weiter hier. Soll ich wieder vorlesen? Ja, warum nicht? Okay. Yeah. Konnte mich gerade noch im Nachbarhaus verstecken. Ah. Also auf seinen Kommentar hin, ne, dass er... Dass der Wagen vorgefahren ist. Dass der Wagen vorfuhr. Mhm. Weiß nicht, vielleicht Harry oder so, weiß nicht. Okay, jetzt können wir fragen, wo ist das Mädchen? Ja, wo soll es denn sein? In dem anderen Haus vermutlich. Also oder haben wir es eigentlich nur zurückgelassen? Ja, ne, oder? Na, die ist, ja, also wir sind ja raus und haben Wasser geholt. Ja, scroll mal ein Stückerl nach oben. Das geht aber ganz langsam nur hier. Das ist das. Ach so. Ja. Nee, also das Mädchen ist, wir sind ja da einfach gegangen und wollten Wasser holen. Die wird schon noch da oben sein. Und wir können jetzt noch fragen, was passiert da? Oder eben, wo ist das Mädchen? Aber ich würde fragen, ja, was passiert da? Ne? Ja, ganz klar. Ganz klare Sache. Der Wagen hält direkt vor dem Haus des Mädchens. Mhm. Was ist das denn für ein kranker Eiswagen? Was? Wie so ein kranker? Die gesamte Fassade ist blutverschmiert und die Melodie läuft immer noch. Auf dem Dach thront ein grinsender Clownskopf. Die gesamte Fassade, damit meint er wahrscheinlich die Seite oder meint er die Front? Wahrscheinlich die Seite, oder? Also Fassade habe ich bei einem LKW oder Haus, bei einem LKW oder Auto noch nie gehört. Ich schätze Fassade, alles vielleicht. Alles? Hm. Keine Ahnung, oder? Karosserie, ne? Ich hasse Clowns. Sagt er. Nee, Karosserie ja wiederum nicht, ne? Also Karosserie ist ja der Unterbau. Was? Ist das nicht die Verkleidung? Ich würde sagen, Karosserie ist der Rahmen. Na gut, wir sagen jetzt einfach, das ist der Rahmen. Aber nur ganz ehrlich, ich habe noch kein Mercedes zusammengeschraubt, also es ist alles nur Hörensagen. Okay, gut, machen wir schnell weiter, um unser Unwissen zu überspielen. Da steigen ein paar Typen aus. Okay. Mist, ein paar auch gleich noch. Ja, aber das ist doch gut, da könnt ihr uns helfen. Oder anders betrachtet, wir können viele Menschen umbringen. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar. Haben wir den Revolver eigentlich jetzt mitgenommen oder liegt der da noch? Haben wir den jetzt irgendwo? Ich wollte gerade sagen, tipp mal Inventar ein, aber geht ja nicht, ne? Habe ich auch gerade überlegt, ne? Es geht gar nicht, oder? Geht es hier oben? Also auf jeden Fall, schrob gerade nochmal, um alle, die zuhören, mit einzubinden. Er schreibt gerade, es sind drei Typen. Oder das ist ein Po, der auf 90 Grad gedreht ist. Genau, oder das ist ein sehr merkwürdiges Smiley. Das kann natürlich auch sein. Ohne Augen. Genau, man weiß es ja heute nicht, ob was diese Zahlen und Zeichen bedeuten, ja? Mhm. Vier, schreibt er jetzt. Also diese Linie würde ich als vier definieren. Hm? Fünf Männer, jeder von ihnen ist bewaffnet. Wird immer besser. Können uns schon mal ein neues Spiel aussuchen, Simon. Hallo, die sind doch bestimmt nett. Ach so. Die Bewaffnung ist nur zum Überzeugen ihrer Nettigkeit da. Genau. Ja. Also, sie gehen auf das Haus zu. Wenn ich jetzt nichts unternehme, werden sie dem Mädchen, werden sie zu dem Mädchen reingehen? Ja, logisch. Aber die werden ja nicht zum Haus gehen und dann davor stehen bleiben und dann rauchen, oder? Also. Aber sag mal jetzt mal was, warum gehen die denn so zielstrebig genau auf dieses Haus zu? Ja, offensichtlich wissen sie, also kennen sie das Mädchen. Jetzt ist entweder die Frage. Meinst du? Naja, du sagst ja schon, die sind ja recht zielstrebig. Ja. Das heißt, entweder geben sie dem Kind ein Eis? Essen, wovon nicht auszugehen ist, weil sie ja scheinbar eine Katze essen muss. Ja. Okay, führe er weiter aus, ja. Oder die sind vom Militär. Aber das Militär fährt doch nicht in einem Eiswagen rum mit einem Clownskopf Blutding. Das ist wiederum, ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, du nimmst, was da ist, ne? Okay, gut, wir werden es erfahren. Und zwar, was? Wir können auf sie schießen. Okay, also wir können jetzt sagen, schieß auf sie oder verhalte dich ruhig. Also schieß auf sie wäre ziemlich dumm, oder? Ich würde das Offensichtliche wählen. Also schieß auf sie. Nee, also logischerweise schon verhalte ich ruhig erstmal, oder? Ich meine, wir sind ja nicht Arnold Schwarzenegger. Ja, also erstens das und zweitens, das Mädel ist ganz gut im Verstecken. Na? Echt? Ach, also, weiß nicht, sich hinter einer Tür oder in einem Schrank zu verstecken, halte ich jetzt nicht für richtig gut. Aber
hallo, wir haben sie nicht entdeckt, außer als sie rumgepoltert ist. Aber bis dahin, alles easy. Aber im einzigen schlechten Versteck rumzupoltern ist halt immer noch nicht gut. Okay, gut, also behalte dich ruhig, ja? Ja, oder? Okay, machen wir das. Okay. Das ist gar nicht gut. Einer hat gerade auf mein Haus gezeigt. Warte mal, Sam, jetzt mal ganz ruhig. Das ist schon sein Haus, nicht schlecht. Das ist nicht dein Haus, Sam, nur weil du dich da reingeschnüffelt hast, ja? Also was ist denn hier los? Muss mich verstecken. Ich dachte, das macht er die ganze Zeit. Ja, habe ich auch das Gefühl. Also dachte ich. So, jetzt ist er weg. Okay. Jetzt kommt er aber gleich wieder. Also nicht gleich. Also er hat jetzt ein Stündchen sich im Häuschen versteckt, aber das wissen wir ja nicht. Und jetzt sind wir also nach einer Weile auf Sammy warten. Hat er sich wieder gemeldet? Das ist schon mal gut. Er ist also nicht erschossen worden. Na, sieh mal einer an. Heute muss wohl wirklich mein Glückstag sein. Gleich zwei Neuankömmlinge in meiner Stadt. Jetzt ist es schon seine Stadt. Ich glaube, weißt du was? Das ganze Ding ist einfach eine runde Monopoly. Ja. Und er bildet sich das alles nur ein mit diesen Zombies und alles. Aber wieso jetzt zwei? Jetzt bin ich gespannt, was er schreibt. Na, ja, jetzt pass auf jetzt. Aha. So, jetzt können wir Sam, also Fragezeichen, wir können fragen Sam oder was ist passiert? Was ist passiert, oder? Ja, gut, machen wir das. Ah, okay. Verstehe. Ja. Also er schreibt, also eher in Anführungszeichen, ne? Haha, wo bist du, kleine Ratte? Wo hältst du dich versteckt? Ich verstehe. Okay. Deshalb auch zwei Neuankömmlinge in meiner Stadt. Wie? Also, warte mal. Also Es ist nicht mehr in seiner Hand, das Telefon. Okay, aber... Und damit meint er, der jetzt schreibt, wahrscheinlich einer von den Fünfen, ja, schreibt zwei, weil er Sam und uns meint. Annehmend, dass wir in der Stadt sind. Ach so, und du meinst, okay, aber dann hätten die das Mädel nicht entdeckt, weil dann wären es ja drei Neuankömmlinge. Na, das Mädel war ja schon in der Stadt, oder? Und außerdem, du sagst doch nicht, dass das Handy neu angekommen ist. Also, ich meine, na gut, machen wir weiter, oder? Wieso neu ja, angekommen? Naja, bei zwei Neuankömmlinge bezeichnet er das Handy, also uns, als Neuankömmling, weil wir mit ihm über das Handy schreiben und er... Ja, deshalb meine ich, also er nimmt halt an, dass wir halt auch in der Stadt sind. Hat noch nicht so viel mitbekommen, wie das mit Mobilfunk und weltweiter Kommunikation funktioniert, ne? Er lebt wohl noch in diesen Zeiten, wo man mit so einer Dose und einem Faden dazwischen kommuniziert hat. Wieso funktioniert das Netz eigentlich? Ja, du, diese Frage haben wir uns doch so gestellt, wieso die Akkus die ganze Zeit funktionieren und der nie mal an eine Steckdose muss. Ja gut, stimmt, Akkus sowieso, aber selbst die Türme, ich meine, alles ist in der Stadt kaputt, hat er das nicht irgendwie geschrieben? Es sieht aus wie nach dem Dritten Weltkrieg, aber die Funktürme, ja, die stehen und haben Strom. Ja, aber hier ein Argument in einer Diskussion letztens war, vielleicht ist das so ein alter Nokia-Brocken, die halt einfach mindestens mal eine Woche halten, weißt du? Und dann, ja, dann erklärt sich nämlich auch, warum der keine Fotos damit machen kann oder so. Ja. Na gut, machen wir mal weiter. Der Herr, der uns als kleines Nagetier bezeichnet, der wartet ja nicht gerne lang, ne? Jetzt können wir nämlich fragen, wer bist du oder was hast du mit Sam gemacht? Ich würde den harten spielen und fragen, wer bist du? Ja, würde ich auch machen, weil... Klar, wenn wir jetzt zugeben, dass wir uns für Sam interessieren, dann werden wir dann kommen wir zu weich rüber. Stimmt, wir sind dann angreifbar. Ne? Genau. Außerdem, wir wissen ja noch gar nicht, ob mit Sam irgendwas Schlimmes passiert ist. Also. Außerdem kennen wir Sam gar nicht. Vielleicht ist Sam einfach gerade ein Eis essen. Wir wollten eigentlich die Auskunft anrufen. Scheinbar haben wir uns verwählt. Ach, ich habe persönliche Gespräche, ehrlich gesagt, viel lieber. Hä? Ja, da ist doch gut, dann können wir ja antworten, wer er ist. Ja, dann klick halt mal. Oder, so, oder sollen wir jetzt anrufen oder was? Was meinst du? Wieso kommst du nicht einfach aus deinem Versteck? Kennst du das, wenn kleine Kinder denken, dass die andere Person im Telefon ist? Mhm. Weißt du, sowas wie, ey, die Oma soll mal aus dem Kasten kommen. Der denkt wahrscheinlich, wir sind in diesem Handy drin. Das geht nicht, können wir sagen. Oder wieso sollte ich? Das geht nicht. okay. Ach so? Ich meine wirklich, es gibt doch überhaupt keine Annahme, dass wir in dieser Stadt sind. Wow, also ja, du würde ich aber auch als erstes denken, weil ansonsten ist in so einer Situation überhaupt kein Grund, mit jemandem irgendwie arschweit weg zu kommunizieren. Wieso denn nicht?
Also du kannst halt mindestens mit deiner Familie irgendwie kommunizieren, dass es dir gut geht oder sowas. Naja, nur kann man den Chatverlauf lesen und kriegt das relativ schnell mit, dass wir uns über seinen Weg hier unterhalten, oder? Ja, dann, na gut, dann kann er aber auch nach ganz oben scrollen und dann sieht er so, dass wir überhaupt keinen Plan haben, was hier passiert ist in dieser Apokalypse. Und dann wird er ziemlich schnell mitbekommen, dass wir überhaupt nichts damit zu tun haben. Aber gut. Ach so, sagt der Herr. Also auf unsere Aussage, dass das nicht geht. Ich dachte, wir könnten uns alle einfach ein wenig unterhalten. Ja, du, dazu ist das Telefon erfunden worden, das auch kann, ohne Johnny, voneinander zu stehen. T9 ist aktiviert, lass die Tasten jucken hier. Ja, echt. Mir vielleicht erklären, wieso ihr zwei in meiner Stadt seid. Alter, was ist denn hier, was ist denn das? Okay. Klick, klick. Vergiss es, können wir sagen, oder lass Sam sofort frei. Wir wissen gar nicht, ob er Sam festgenommen hat. Immer noch. Und manchmal, ja, wünscht man sich schon irgendwie eine dritte Möglichkeit, nicht? Ja, sowas wie, können wir es nicht bei einem Eis besprechen? Lass Sam sofort frei. Vergiss. Komm, wir können uns ja mal trotzdem bitte für Sam. Ja, ja, nee, vergiss es, klingt zu brutal. Also klingt ja zu ja, ne? Komm, also lass Sam sofort frei, ne? So. Wir können ja auch mal ein bisschen Mitanteilnahme zeigen. Weißt du, Sam scheint wirklich hartnäckig zu sein. Ja. Will einfach nicht mit uns sprechen. Okay. Okay. Mhm. Aber das ist schon in Ordnung. Ich werde mir auf der Fahrt ins Lager etwas Nettes einfallen lassen. Ja. Oh, keine Sorge, für dich natürlich auch. Ach, guck mal, das ist der, also der Verbrecher kommt gleich viel sympathischer rüber, ne? Gleich, genau. Das erste Smiley nach 3 Sätzen, finde ich gut. Sehr gut, er hat sogar einen Zwinker-Smiley gemacht. Mhm. Ein Zwinker-Smiley und er will sich was Nettes für uns einfallen lassen. Was könnte das sein, Falk? Fingernägel ziehen. Was? Na, ich hätte jetzt eher an einen Eisbecher gedacht. Ach so, ja, gut, schön. Jeder wie er es mag, ne? Ne? Heiße Kirschen mit Vanilleeis, lecker. So, jetzt hören wir erstmal eine Stunde lang nichts mehr, ne, von ihm. Na gut, die fahren jetzt halt in ihr komisches Lager. Mhm. Könnte das vielleicht dieses Lager sein, wo wir auch hätten vielleicht hinkommen können? Also, beziehungsweise, da gab es doch diesen Weg, wo das eingedrückte Gras war. Und vielleicht wäre an diesem Ende ja ein Lager gewesen. Und da sind die vielleicht. Ah ja, wir werden es rausfinden, wa? Ja, vielleicht sind die mit dem Auto da ja lang gefahren. Mal gucken. Mal sehen. Also hier, mal gucken. Hast du mich vermisst, kleine Ratte? Also ganz sympathisch ist er nicht, auch wenn er ein Smiley benutzt hat, ne? Ja, man hätte uns wirklich mit Rädchen ansprechen können. Das fand ich. Okay, wir können jetzt sagen, fahr zur Hölle. Oder was willst du von mir? Das ist eigentlich die adäquate Frage, oder? Einfach, genau. Trocken einfach. Was willst du von mir? Was willst du? Ne? Ne. Ja. Oh, ich würde die Frage eher anders formulieren. Mhm. Viel eher passt doch, was wollt ihr von mir? Ihr seid in meine Stadt gekommen. Oh Mann, ey, also der Typ ist ein bisschen anstrengend. Sam habe ich bereits einen gebührenden Empfang bereitet. Aha. Dafür hätte ich mir eine angemessene Gegenleistung verdient. Jetzt komm halt zur Sache. So, also, was soll ich tun? Oder wäre eine Kugel in deinem Kopf angemessen? Also ich meine, selbst. Also, wir sind halt einfach mal nicht da, ne? Also, was soll diese Drohung? Also, irgendwie sind die Antworten, aber das haben wir, glaube ich, schon das letzte Mal festgestellt, sind immer irgendwie. Also, wir haben die Auswahl zwischen, soll ich dir ein Abendessen machen? Candlelight-Dinner und so weiter. Ich hole noch den teuersten Wein aus dem Keller. Zweite Antwortmöglichkeit, soll ich dich erschießen? Nichts dazwischen. Naja gut, aber hier macht es jetzt einfach überhaupt keinen Sinn, weil wir, selbst wenn wir wollen würden, könnten wir ihm ja keine Kugel im Kopf tun. Das stimmt außerdem. Obwohl, naja, ich würde es, na, wir können ja immer noch ihn durchs Handy schießen. Denken lassen, dass wir da wären. Ach so. Nicht wahr, nicht? Oh, Falk, du kleiner schlauer Fuchs. Sagt man mir öfter nach. Ah, okay. Oh ja, Also hier, was soll ich tun? Finde ich, ja, aber dennoch sinnvoller. Ja, finde ich auch. Du bist wirklich verdammt nah dran, dir ein Eis zu verdienen. Ja, perfekt. Weiter geht's. Mehr will ich gar nicht. Du magst doch Eis, nicht wahr? Ja.
Weißt du, Sam hat versucht, mir weiszumachen, dass du gar nicht in der Stadt bist. Das fände ich wirklich sehr schade. Ja, jetzt finde ich das auch schade, jetzt wo ich ein Eis in Aussicht habe. Aber vielleicht ist es auch einfach eine Lüge. Lügen kann ich ganz und gar nicht ausstehen. Sie sind ausgesprochen hässlich. Ja. Das war keine Lüge, können wir sagen. Oder Sam hat gelogen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Sam sagt, dass wir gar nicht in der Stadt sind. Achso, das war keine Lüge. Genau, ja, das war keine Lüge. Ja, es war ja auch keine Lüge. Oder wir sind ehrlich, oder? Naja, also wenn wir sagen, Sam hat gelogen, dann würde den ja wahrscheinlich mehr oder weniger, wie ich dieses Spiel kenne, mehr oder weniger sofort umbringen. Meinst du? Ja, das ist ein Verbrecher. Die Frage ist jetzt mal unter uns, ne? Wenn wir dann mit dem weiterschreiben, ne? Vielleicht ist das ja ein okayer Tausch. Was sagst denn du? Sam gegen den Johnny? Naja, ich meine... Den dürfen wir vielleicht auch Johnny nennen. Ja, genau den Eindruck macht er, ja. Okay, nee, wir bleiben bei Sam. Ja, ja. Also es war keine Lüge. Wir sind schon lange über den Point of No Return drüber hinaus mit unserem Investment emotional und zeitlich in Sam. Da können wir jetzt nicht mehr zurück. Also, das war keine Lüge, ne? So, das war keine Lüge. Du willst mir erzählen, dass du von außerhalb bist? Richtig? Dass dich der verdammte Zaun nicht mit uns allen hier gefangen hält? Aha. Jetzt wird's langsam mal interessant. Jetzt? Aha. Ich muss sagen, das ist eine ganz schön gewagte Geschichte, die ihr euch da ausgedacht habt. Oh. Wirklich? Die gesamte Welt ist bevölkert mit Menschen. Man kann weltweit kommunizieren. Dieser kleine Ort da ist von einer Mauer umgeben und er kann es einfach nicht glauben, dass Ja gut, okay. Noch wissen wir nicht, wie viel da eingezäunt ist. Ach so, meinst du, okay. Nicht der Löwe im Käfig ist gefangen, sondern die gesamte Welt drumherum ist eingezäunt, ne? Aus der Sicht des Löwen. Hm? Du Simon, eine Bitte, würdest du weiterklicken? Ja, du musst mir einfach glauben oder ein Zaun, Fragezeichen. Und das würden wir jetzt machen, oder? Ich will, ja, Moment mal, aber ich... Was denn? Ach so, nee, schön. Ich dachte, da ist noch eine Sprechblase von dem Johnny dazugekommen. Du musst mir einfach glauben, ein Zaun. Ja, komm, ich will jetzt wissen, was mit dem Zaun ist, oder? Wir wollen... Als Spieler schon? Ja. Ja, komm, scheiß drauf. Ja, ja. Ein Zaun. Komm, Zaun. Hahaha, ha, ha. Ich mag dich, wirklich. Ah. Und ich hätte dich nur zu gerne hier gehabt. Mhm. Wenn das aber stimmt, was du sagst, wirst du sicher verstehen, dass wir dich gewissermaßen hier behalten müssen. Du kannst es dich als ausgesprochen nützlich erweisen. Was? Naja, ich nehme an, was er meint ist, dass sie weiterhin Kontakt halten wollen, weil das ist ja sicherlich ist doch okay. Sinnvoll. Du sprichst doch nichts dagegen. Jemanden außerhalb des Zaunes zu haben. Ja, perfekt. Aber dann kann er doch trotzdem weiter erzählen, was mit diesem Zaun ist. Ich bin ein bisschen traurig, weil das heißt ja eigentlich, dass es kein Eis gibt. Ja gut, vielleicht könnt ihr das über den Zaun werfen oder so. Wir können ja zum Zaun kommen oder so. Im Gegenzug wird Sam nichts geschehen. Ha, ja. Siehst du? Ja, ist doch gut. Aber ich verstehe sein Problem gerade nicht. Ist doch cool. Ist doch gut. Also, ich soll euch also helfen? Fragezeichen. Oder vergissest du eurer? Ja, klar. Helfen wir, oder? Na ja, klar. Na sicher. Ich soll euch helfen. Ein Menschenfreund wie ihn. Sicher. Na klar. Genau. Und damit sich gleich herausstellt, ob du da auch wirklich die Wahrheit gesagt hast, stelle ich dir eine Frage. Eine Frage. Oh. Was könnte das sein? Wahrscheinlich, welches Eis wir am liebsten mögen oder so. Ja, wahrscheinlich. Im Grunde eine ganz simple. Wenn bei dir noch alles beim Alten ist, dürftest du die Antwort problemlos herausfinden. Na dann. Die Frage lautet. Und Trommelwirbel, was ist wohl die Frage? Was konnte die Frage sein, Falk? 4+2. In welchem Monat habe ich Geburtstag? Was? Aha. Was? Okay. Dazu musst du lediglich wissen, dass mein Name Ace Brixen ist. Mhm. Alles Weitere dürfte sich problemlos im Internet recherchieren lassen. Ha! Da müssen wir jetzt mal ins Internet gehen. Wie geil ist das denn? Warte, ich guck mal, ob der irgendwo Ace Brixen. Ace Brixen. Brixen. Nicht, dass wir jetzt verschiedene Sachen da finden. Ace Brixen. Oder ist eine Webseite von den Entwicklern selber? Nee, es gibt tatsächlich. Es gibt ein Facebook-Profil. Siehst du? Wie cool. Mal gucken. Ace Brixen hat Geburtstag am... ich habe keine Ahnung.
Wo sieht man das denn? Facebook ist so unübersichtlich. Ja. Das ist lustig. Man kann ja bei Facebook auch Profile reporten. Es wäre voll fies, wenn man dieses Profil reportet und dann nimmt Facebook das runter. Das ist aber eine coole Idee, muss ich sagen. Ja, Hammer. Das habe ich mir eigentlich gewünscht, sowas. Wie cool ist das denn? Hallo, jetzt geht doch mal auf About. Wie viele Freunde hat der Ace? Der Ace hat, ich weiß es gar nicht. Warte mal. Born in Oktober. Oktober hat er Geburtstag. Das ist der richtige Monat, muss ich sagen. Das ist der beste Monat, in dem man Geburtstag haben kann. Aha. Aha. Aber jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Was hattest du gerade gefragt? Ob wie viele Freunde er hat? Ich habe keine Ahnung. Ist das nicht eins der ersten Dinge, die man bei Facebook sieht? Ja, ich kann es liken, aber ich sehe die Likes gerade nicht. Mal sehen. Home. 110 Leute liken das und 117 followen ihm. Ich bin mir nicht sicher, was genau da ein Unterschied ist. Aber auf jeden Fall, okay, cool, Oktober. Ach, wie lustig. Jetzt kann man sagen, dass man im Moment keinen Internetzugriff hat. Oder klar, gib mir einen Moment. Das ist sehr schön. Das finde ich sehr schön. Wir sitzen zwar in Deutschland, aber ich glaube, zu sagen, dass wir gar kein Internet haben, ist vielleicht doch übertrieben. Naja. Gut, du hast O2, ne? Echt leid. Ja, tatsächlich. Ich war nämlich gerade in Nicht-Deutschland, also woanders, und dann war ganz, ganz schnell mein 1 Gigabyte Roaming-Dings aufgebraucht und da hast du wirklich gar kein Netz mehr. Also nicht mal mehr gedrosselt, sonst wirklich gar nichts. Einfach so. Und oder wenn du in der U-Bahn sitzt, dann hast du ja auch manchmal keins oder irgendwo. Also glücklicherweise haben wir aber natürlich Internet und wir klicken jetzt natürlich, klar, gib mir einen Moment, ne? So. Ich denke, so viel Zeit wird Sam gerade noch haben. In genau 5 Minuten will ich eine Antwort von dir. In genau 5 Minuten. Die Zeit ist abgelaufen. Aber das wäre jetzt eben so eine Frage, was der Hannes ja vorhin meinte, ne? Weil jetzt hat er gesagt, hier du, ich gebe dir 5 Minuten und wenn du jetzt dein Handy einfach die nächsten 2 Wochen nicht betätigst, dann wird der Typ halt nicht drauf reagieren. Vermute ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich schon, ja. Es wäre natürlich witzig, wenn es ganz extrem ist. Also wenn es jetzt ein paar Stunden sind, meine Güte. Aber wenn es jetzt wirklich 2 Wochen sind, dass er dann irgendwann sagt so, okay, ja, du, Sam ist jetzt einfach mal nicht mehr da. Tschüss. Ja, aber ich glaube, das ist schon zu hart. Ja. Und welcher Monat? Und wir können jetzt sagen Februar, ja, ja, klar. Februar oder Oktober. Und wir sagen natürlich Oktober. Oktober. Genau. Das ist korrekt. Yay! Ich glaube, wir werden richtig gute Freunde. Du kannst dich wirklich geehrt fühlen, Teil meiner Gruppe zu sein. Ach, guck mal, wir sind jetzt so ein virtuelles Mitglied seiner Gruppe. Das ist ja nett. Ich werde euch nicht helfen, können wir jetzt sagen. Aber das macht keinen Sinn, weil wir haben eben haben wir das angeboten oder nur gefragt, dass wir helfen sollen? Weiß ich nicht mehr. Aber wir können dann als Alternative noch sagen, ich werde aber nur mit Sam sprechen. Das ist natürlich als Textnachricht relativ schwer festzustellen, ob er jetzt wirklich am Telefon ist. Aber ja, würde ich auch machen. Das andere ist ja albern. Ja, genau. Komm, wir sprechen noch mit Sam. Sammy. Oh, magst du mich etwa nicht? Aber hast du, du hast Glück. Denn ich habe heute wirklich ausgesprochen gute Laune. Hat er Geburtstag oder was? Also bis bald, Smiley. Mit Smiley, Zwinker-Smiley. Schön. Der ist super, der Typ. Er ist gut drauf da. Hey, ich bin's wieder. Man weiß aber auch nicht, ob das wirklich Sam ist. Es könnte jetzt immer noch der Typ sein. Das meinte ich ja. Ja. Genau. So, geht es dir gut? Können wir fragen, oder? Du bist mir ganz schön was schuldig. Was? Wir haben einmal bei Facebook reingeguckt, meine Güte. Ja, echt, also, das hat gerade mal 3 Kilobyte gekostet. Also. Ja, also wir fragen, ob es ihm gut geht, oder? Ja. Also so tief in unserer Schuld steht es auch nicht. Mal so, als ob es uns interessiert. Ja. Ja, es geht schon wieder. Ein paar blaue Flecken hier und da, nicht tragisch. Das klingt aber auch gar nicht nach Sam. Ja, erstens das und zweitens, warum haben die den gehauen? Also es muss ja jetzt nicht sein. Vielleicht war es Eis, alle. Ohne dich läge ich sicher durchlöchert in irgendeinem Straßengraben. Auch wenn die jetzige Situation wirklich ziemlich miserabel ist. Mir fällt seit einer Weile auf, dass es im letzten Satz der Sprechblase oft kein Satzzeichen gibt. Ja. Nicht gut, nicht gut. Den Leuten, ich muss sagen, so viel Zeit muss sein. Na wieso, aber das ist ja eigentlich das, worüber wir uns die ganze Zeit echauffiert haben, ne? Ja, ich weiß, ich mache ja nur einen Spaß. Eigentlich ist das ja realistisch jetzt. Das stimmt. Ich hoffe wirklich, dem Mädchen geht es gut. Ach, das Mädchen habe ich schon ganz vergessen.
egal. Du bist ein herzloser, alter, grantiger. Nö, grantig nicht. Bart. Herzlos vielleicht, aber nicht grantig. Da wäre ich, nicht wahr? Mhm. Und ich wollte wirklich nicht, dass du dich mit hineinziehen, dass sie dich mit hineinziehen. Boah, der Text ist wirklich klein, Leute. Speziell, weil ich den übers Internet von Simons Display ablese. Ace hat gesagt, du wirst ihnen helfen. Naja, also genau genommen wird Sam ihnen wahrscheinlich helfen. Jetzt können wir sagen, Ace ist ein Arsch. Oder, wenn nicht, wirst du sterben. Mhm. Kommt also ja beides eigentlich aufs Gleiche raus, wa? Heißt ja beides im Prinzip, dass wir ihm misstrauen. Also Ace ist ein Arsch, bedeutet, wir vertrauen Ace nicht. Wenn wir sagen, wenn nicht, wirst du sterben, heißt ja praktisch auch, wir machen es nur, damit du überlebst. Ja, aber das, genau, und das erste drückt das ja aber nicht unbedingt aus. Ich würde schon die zweite Option nehmen, einfach damit wir nochmal Sam unter die Nase reiben, dass wir wirklich viel für ihn, geben. Ja, stimmt schon. Mhm. Ja? Mhm, ein bisschen in unserer Schuld soll ja schon noch stehen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Mhm. So, wir werden dich da wieder rausbekommen, können wir anbieten oder wie geht es jetzt weiter? Das ich würd den Positiven raushängen lassen. Okay, ja. Also das Erste, oder? Okay, na gut. Oder nicht? Also ich... Ich bin vorwärtsgewandt und ich möchte mehr Informationen haben, aber wir können auch gerne einfach ein bisschen plaudern. Bist du der Zukunft zugewandt? Nee, ja, ich meine, wer nicht da rausbekommen, ja, gut, ja, wahrscheinlich, aber das andere ist halt so, okay, und was jetzt? Gib mal ein paar Informationen, sozusagen. Aber wir können auch einfach nett sein. Komm, wir sind nett, wir haben heute netten, wir haben schon zwei Smileys bekommen von dem anderen, da, das strahlt ja auch ab auf uns, ne? Also sagen wir jetzt einfach, wir werden dich da schon wieder rausbekommen. Natürlich werden wir das. Sind schon mit Schlimmeren fertig geworden. Du, Sam. Hallöchen, was ist denn das für einer? Er ist ja richtig, der ist ja schon richtig, wie sagt man? Der kocht ja schon über. Ja, das ist ja. Ja, wie so ein kleiner Kochtopf voll Optimismussuppe. Allerdings muss ich sagen, Sam, also ich weiß nicht, ob wir schon in schlimmeren Situationen waren, um ehrlich zu sein. Also 5 Typis mit hier Knarren und so. Na gut, müssen wir mal gucken. Na, wahrscheinlich sind im Camp noch mehr. Früher oder später wird es schon eine geeignete Möglichkeit geben, um zu fliehen. Ja, aber vielleicht ist es da ja auch gut, Sam. Vielleicht kann man da ja da bleiben und ein bisschen Eis. Die haben Eis. Naja, also, wir können jetzt sagen, die Chancen dafür stehen ziemlich schlecht. Und wie kommst du über den Zaun? Wie kommst du über den Zaun? Oh, das ist sehr gut, genau. Wir können jetzt fragen, wie kommt er denn über den Zaun? Mhm. Von dem hat nämlich überhaupt noch keiner irgendwas erwähnt. Ace hat dir also auch von dem Zaun erzählt. Ja. Aber Moment. Also auch heißt? Ihm auch. Sam wusste von dem Zaun vorher nichts? Wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay. Entweder der Spinner lügt oder wir werden tatsächlich alle festgehalten. Ich meine, wie weitflächig flächig müsste dieser Zaun sein, dass ich ihn bisher nicht erreicht habe? Also, das klingt jetzt tatsächlich fast so wie so ein Area 51-Ding, wo einfach Dinge getestet werden, aber eigentlich geht es dem Rest der Welt wie bisher. Also, weiß nicht, könnte ich mir vorstellen. Stimmt, ja. Weil so einen Zaun ziehst du halt nicht aus Dummdusel irgendwo lang, ne? So unendlich. Okay, verstehe. Jetzt wird's spannend, ja. Andererseits würde das erklären, wieso du nicht von alledem weißt. Gut, es gibt ja jetzt auch noch irgendwie Ozeane zwischen Ländern und so. Also es kann auch eine natürliche Barriere dann geben. Ne? Ja, gut, aber von so einer Apokalypse würde ich schon mitkriegen, denke ich. Ja, stimmt. Jetzt macht das natürlich Sinn, ne? Weil wenn das alles so geheim ist, dann kommt natürlich auch nichts in Medien und so. Ne? Ja, das stimmt. Das ist schon nicht dumm ausgedacht hier. Sehr schön. Mhm. Okay, wir können jetzt sagen, das klingt völlig verrückt. Völlig verrückt. Oder wir können sagen, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Sammy. Das ist wiederum eine, nichts davon würde ich sagen, aber gut. Ja. Es klingt schon verrückt, so gesehen. Ne? Okay, komm, wir sagen, das klingt verrückt, ne? Verrückt ist ein lustiges Wort, ne? Nee, weiß nicht. Wenn du ein Objekt an einen anderen Ort stellst, ist es ja auch verrückt. Ach so. Ne? Das stimmt. Also, wenn du eine Tasse irgendwo anders hinschiebst, dann ist sie verrückt. Ein bisschen ans Schwäbische. Die haben ja öfter solche Worte, die der Rest der Republik komplett anders definiert. Ja? Ja, zum Beispiel verzählen. Ja. Was hältst du für verzählen?
Na, wenn man sich so verrechnet sozusagen, ne? Also wenn man eine Zahlenfolge abklappert und dann plötzlich irgendwie aus der Reihe getreten ist. Das stimmt. Gedanklich. Und im Schwäbischen oder Badischen glaube ich, also definitiv auch, da ist verzählen ist sowas wie erzählen. Also wenn du sagst, also weiß nicht, wir treffen uns, ja, und du kommst schweißtreibend irgendwie so an. Ja. Und dann sagst du, Falk, Falk, ach du liebe Scheiße, ich muss dir was verzählen. Ja. Ja, und dann denke ich natürlich als nicht nativ Baden-Württemberger, naja, was würde er machen? 1, 2, 4, 5, 6 hat er sich halt verzählt. Aber tatsächlich willst du nur eine Geschichte erzählen. Verstehst du? Aha, interessant. Mensch, hier lernt man ja noch was. Ja, siehst du? So, wir sollten jetzt hier sagen, das klingt völlig verrückt, ne? Ja, genau. Genau, machen wir. 40 Minuten? Ah, ja, ja. Na, großartig. Ace will mit mir sprechen. Ach so, und jetzt die 40 Minuten, genau. Ace. Schön. Mhm. Schön. Schön, schön, ja. Also, das ist ja spannend. Also, das war super mit diesem Facebook-Profil. Sehr schön. Da würde mich wirklich interessieren, wie sie das auflösen, wenn man kein Internet hat. Weil ich habe mir halt sowas auch schon mal gedacht, ne? Das wäre schon cool, wenn man auch mal so eine kleine Internetrecherche mit einbaut. Finde ich total geil, dass sie das gemacht haben. Hab mir aber dann im gleichen Atemzug, im Gedankenzug, gefragt, wie machen die das, wenn man dann eben gerade mal kein Netz hat? Kann ja mal sein. Wir sind hier in Deutschland. Das Land ohne Internet. Ja. Ja, musst halt warten. Aber ich glaube, hat nicht It Software ja, auch sowas mal gemacht? In einem der Shooter, so. Doom 3, hatten die an irgendeinem Schrank eine URL stehen und da konnte man drauf und dann ging der Schrank damit auf. Aber das war halt kein Element, was das komplette Spiel blockiert hätte. Nee, ne? Das stimmt, aber mir, genau, dann ist es das, was ich scheinbar im Kopf habe. Genau. Ja, mir war so. Genau. So ist es ganz cool. Okay, machen wir weiter, ne? Noch in der Folge oder? Ja, vielleicht. Meinst du nicht? Oh, das ist ja, meinst du, jetzt sollen wir aufhören? Das ist schon gemein, aber. Na okay, dann machen wir nochmal 5 Minuten weiter. Ja, guck mal, 5 Minütchen, ne? Was der Esel jetzt hier will. Guck. Yes. Das Ganze geht schon mal richtig beschissen los. Das wird ein guter Cliffhanger, wieder mit so einer schlimmen Stimmung. Wir können ja den nächsten Satz einfach bloß noch halb vorlesen und dann einfach abrupt aufhören. Mhm. Am Stadtrand gibt es noch eine andere Gruppe aus Überlebenden. Mhm. Scheinen verdammt gut ausgerüstet zu sein. Okay. Ace will sie noch heute überfallen. Und musst du dabei sein, können wir jetzt fragen? Oder was ist das für eine Gruppe? Aber das weiß Sam doch nicht, oder? Also, oder wollen wir das doch fragen? Frag mal. Ja, was ist das für eine Gruppe? Mhm. Okay, na dann. Vor ein paar Tagen haben Ace und seine Leute schon einmal versucht, sie anzugreifen. Ging jedoch nach hinten los. Mhm. Sagt halt nicht über die Gruppe, ne? Sie verschanzen sich anscheinend und sollen Aces Gruppe zahlenmäßig überlegen sein. Ja, aber das macht doch dann keinen Sinn, anzugreifen. Sagt das Ace. Das ist doch doof. Okay, wir können jetzt sagen, das kann ja nur schief gehen. Oder du solltest dich weigern, mitzugehen. Nee, mach mal es schief gehen hier. Ja, genau. Da muss er ja schon selber wissen, ob er da mitmachen will oder nicht. Ja. Naja, es gibt anscheinend noch etwas, wovon wir bisher nichts wussten. Oh, was könnte das sein? Das ist jetzt eine Frage an mich? Ja. Ach so. Ich tippe darauf, dass Ace die kleinste Atombombe der Welt gefunden hat in seiner Buchse, in seiner Hosentasche. Oder, neues Wort aus dem Badischen. Mhm. In seinem Hosensack. Gut, so heißt Hosentasche dort. Ja, okay, sehr schön. Das Militär plant eine totale Säuberung aller befallenen Zonen. Das soll in etwa heißen, alles hier soll ausradiert werden. Okay, und was hat das mit der Gruppe zu tun? Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt die andere Gruppe? Weil das würde ich dann eher als Militär bezeichnen. Dann wird also wieder alles gut, Fragezeichen. Was ist das denn für eine Frage? Also, oder was wir auch noch fragen können ist, dann gilt es sich also zu verstecken. Also beides macht nicht so viel Sinn, oder? Also, na, das zweite schon. Also das erste, weiß ich nicht, ja, geht unser alter Ego davon aus, dass Ausradieren meint, dass jemand einen Ratschi rausholt und so sagt man, Ratschefummel. Sagen wir das heute noch? Eine Ratschefummel, weiß ich nicht. Benutzt heute keiner mehr. Ich glaube, heute wird nur auf irgendwie iPads geschrieben. Aber stimmt. Aber du, also ich weiß ja nicht,
ich kenne das Militär jetzt nicht persönlich, ja, aber bei so einem Zombie-Ding, ja, da würde ich wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Feuerbomben draufwerfen oder so, damit wirklich alles quarantänisiert ist. Ich würde auch sagen, dass wir uns eher verstecken sollten. Also eher. Was? Aber das... Okay, ja, gut. Was ist denn das? Dann wird also wieder alles gut. Nee, er hat davor in dem Satz gesagt, ausradieren. Ja, also, okay, wir nehmen das kleinere Übel, das stimmt schon. Okay, dann gilt es also, sich zu verstecken. Ganz genau. Ganz also, genau. Sagt Sam, ne? Der Überfall wird in ungefähr 3 Stunden losgehen. Bis dahin sollte ich mich noch etwas ausruhen. Aber davor muss ich dir unbedingt noch etwas erzählen. Und noch was? Das ist ja hier heute wie so ein Überraschungsei. Mhm. Als ich gerade bei Ace war, kam ein Funkspruch rein. Zwischen 2 Soldaten, die sich über einen vermissten Militärtrupp unterhielten. Mhm. An sich nichts Ungewöhnliches. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass einer der beiden Soldaten mein Bruder war. Mhm. Also er meinte, die sich unterhalten haben und nicht der im vermissten Militärtrupp war, nehme ich jetzt an, oder? Hättest du dem Funkspruch nicht antworten können? Fragezeichen. Und das erwähnst du erst jetzt? Können wir fragen. Aber ja, wie soll er den Funkspruch denn antworten? Er hat das doch nur am Rande mitbekommen. Und vor allem scheint ja Ace dabei gewesen zu sein. Ja, eben. Also. Aber, und das erwähnst du erst jetzt, macht es aber auch nicht so viel Sinn. Machen wir das Erste. Ja, genau. Komm. Nein, natürlich nicht. Ich war nur froh, dass Ace dabei nicht auf irgendwelche dummen Gedanken kam. Hä? Naja, dass er sagt, wenn da 2 Johnnies sind, die überfallen wir mal schnell. Wahrscheinlich. Ach so, okay. Mh. Auf jeden Fall ging aus dem Funkspruch hervor, dass sich mein Bruder in irgendeiner Basis in der Nähe des Flughafens aufhält. Aha. Also was womöglich sein Bruder ist, ne? Also. Du, ja, genau. Also Sam, ganz ruhig mit den Jungpferden. Du. Fohlen, weil, ey, er hat auch schon mal von dieser Anna geträumt, ja, und die angeblich irgendwo gesehen, ja, also. Stimmt. Aber gut, das ist doch ein guter Punkt, um aufzuhören, denn das nächste Mal geht's da weiter mit der Suche nach dem Bruder und dem Überfall auf die Banditen. Einfach so mittendrin, ne? Ja. Ja, oder willst du jetzt noch weiter gucken, oder was? Nee, ich finde das ja völlig spitze. Ne. Gut, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ne? Und hoffentlich haltet ihr, liebe Zuhörer, auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, der Sam geht auf Randale-Tor mit den wilden Jungs und Ace. Und am Ende heißt es auch wieder, tschüss. Ciao, ciao.